Schönen guten Tag, meine Freunde. Ich darf euch wieder recht herzlich begrüßen zu einer weiteren Folge von Grundlagen der Statistik. Wir haben uns im letzten Video angesehen, wie man letztlich bei der Regressionsrechnung vorgeht, beziehungsweise was die Idee hinter der Regressionsrechnung ist. Also, wofür benutze ich diese Regressionsrechnung? Was klärt die Regressionsrechnung? Und warum ist sie letztlich auch aus statistischer Sicht so interessant? Ich habe im Video davor jetzt auch schon gesagt gehabt, dass ich da einige Beispiele, die ich euch genannt hatte, hier per Excel ausgerechnet habe oder mir habe ausrechnen lassen. Und ich möchte euch heute deshalb mal zeigen, wie ihr anhand von Excel letztlich dann auch auf Basis beliebiger Daten eine Regressionsrechnung vornehmen lassen könnt, sodass ihr das dann nicht eben selbst per Hand und mit dem Taschenrechner durchführen müsst, weil das natürlich deutlich komplizierter ist und vor allen Dingen auch viel länger dauern wird. Daher ein ganz, ganz simples Beispiel, wie man hier vorgeht. In Excel ist es eigentlich kinderleicht, dauert 2 Minuten maximal und dann hat man die Sache auch hinter sich gebracht. Ja, was habe ich hier gemacht? Ich habe eine ganz normale 2-Spalten-Tabelle hier vor mir liegen. Ich habe 2 Merkmale, einmal das Alter, dann einmal das Einkommen in Euro, also das Alter in Jahren, Einkommen in Euro. Und ich habe hier jetzt unterschiedliche Merkmalsträger, nämlich ganze 24 Stück an der Zahl. Das heißt, ich habe jetzt einfach mal untersucht, okay, ist jetzt das Einkommen eventuell an das Alter geknüpft oder ist das Alter mit dem Einkommen verbunden, wie auch immer. Höchstwahrscheinlich wird es eher andersrum sein, aber ihr wisst ja, dieser Zusammenhang, der geht natürlich auch rein theoretisch immer in beide Richtungen, auch wenn es hier jetzt nicht so viel Sinn machen würde, zu sagen, das Alter ist vom Einkommen abhängig. Ja? Gut, wir haben jetzt eben, wie gesagt, diese 2 Merkmalsausprägungen, oder wir haben jetzt diese Merkmalsausprägungen dieser 2 Merkmale Alter und Einkommen. Und jetzt geht es darum, wie kann ich in Excel mir eine Regressionsgerade zeichnen lassen. Ja, und das geht relativ einfach. Man muss einfach Folgendes machen. Ich gehe hier jetzt mal auf den Reiter Einfügen. Und dann suche ich mir hier ein Punktdiagramm aus, also ganz normales Streudiagramm ohne irgendeinen Vierlefanz und drücke hier drauf und schon erstellt mir hier Excel anhand meiner Daten, die hier verfügbar sind, dieses Streudiagramm, ohne dass ich irgendwie wirklich was machen musste. Kann natürlich auch von der Version abhängig sein. Wenn ihr jetzt eine ältere Excel-Version haben solltet, dann müsst ihr gegebenenfalls nochmal den Datenbezug selber herstellen. Aber ansonsten macht euch das Excel automatisch. Für diejenigen, die das jetzt nicht so haben und nicht wissen, wie man den Datenbezug erstellt, das ist relativ simpel. In dem Fall, weil es unkompliziert ist, ich gehe hier auf Daten auswählen, also Rechtsklick, Daten auswählen. Und dann lösche ich jetzt hier erstmal alles, was oben im Diagrammdatenbereich steht und mache dann Folgendes. Markiere hier wirklich nur die Merkmalsausprägungen, gehe natürlich bis ganz nach unten und drücke dann auf OK. Das ist erstmal das Erste, was wir wirklich brauchen. Ja? So, und jetzt kann ich natürlich noch ein bisschen an den Achsen herumspielen, dem Ganzen auch einen Titel geben. Das machen wir aber zum Schluss, denn ich möchte euch jetzt zeigen, wenn wir jetzt dieses Streudiagramm haben, wie kann ich jetzt die Regressionsgerade einzeichnen lassen. Ja, und normalerweise ist das Ganze möglich in älteren Versionen, wenn man einen Rechtsklick hier auf dem Diagramm ausführt, dann erscheint normalerweise hier unten Trendlinie einfügen. Das ist jetzt bei der neueren Version nicht mehr so der Fall. Da muss ich hier auf Diagrammelement hinzufügen klicken und dann hier auf das Untermenü Trendlinie. Ja, und jetzt kann ich mir hier in diesem Untermenü Trendlinie eigentlich aussuchen, was für eine Art von Trendlinie, was für eine Art von Regressionsfunktion, besser gesagt, ich hier einfügen möchte. Natürlich ist eine lineare Regressionsfunktion ein Trend. Das hatten wir ja schon geklärt gehabt. Des Weiteren kann ich mir eine exponentielle Funktion hier aussuchen. Ich kann eine lineare Prognose hier wählen. Das ist nochmal so eine Unterkategorie, ist eigentlich weniger wichtig. Oder diesen klassischen gleitenden Durchschnitt, der allerdings hier nicht wirklich vielsagend ist, wie man sehen kann. Sondern ich würde jetzt hier, wenn ich jetzt beispielsweise ein Polynom höheren Grades haben möchte, um einen gleitenden Durchschnitt zu ermitteln, auf weitere Trendlinienoptionen klicken, dann öffnet sich hier dieses Untermenü und dann klicke ich hier auf Polynomisch. Und jetzt kann ich hier den Grad des Polynoms auswählen und ich müsste mir jetzt erstmal angucken, nun ja, wie sieht es ungefähr denn so aus von der Streuung dieser Werte, und da würde man tatsächlich sagen, ja, okay, das kommt grundsätzlich dem schon relativ nah. Allerdings genügt mir das nicht, weil ich jetzt ja wirklich ein Polynom haben möchte,
was möglichst durch alle Punkte geht, wie ich auch schon mal im letzten Video gesagt habe. Das heißt, ich würde hier jetzt ein Polynom sechsten Grades nehmen, höher geht es bei Excel nicht, und dann habe ich mein Polynom sechsten Grades, wie gesagt, auch dann hier schon stehen. Wir sehen, das Polynom sechsten Grades hat eben hier den großen Nachteil, dass es hier sehr weit runter geht. Dafür liegt es aber wirklich sehr nah an allen Punkten und vernachlässigt diesen Punkt hier oben. Es ist, wie gesagt, immer nur eine Annäherung an die Realität, aber so würde jetzt letztlich ein Polynom höheren Grades aussehen, was ich benutzen würde, um einen gleitenden Durchschnitt zu ermitteln. Und jetzt stellt ihr euch natürlich die Frage, okay, wie kriege ich jetzt die Funktion raus, die dahinter steht? Auch das ist nicht wirklich schwierig. Ich gehe dann nochmal auf Trendlinie formatieren und würde hier in diesem Untermenü anklicken, Formel im Diagramm anzeigen. So, und jetzt habe ich hier die Formel im Diagramm stehen, wie man sehen kann. Jetzt kann ich mir nochmal anschauen, ob sie mir so gefällt. Ja, mir gefällt sie so. Und ich würde die jetzt beispielsweise ein bisschen hier höher platzieren, dass man sie auch sehen kann. Dann würde ich den Text innerhalb dieser Box kurz markieren. Natürlich auch fett machen und gegebenenfalls ein bisschen größer. Ja, dass man auch schön die Funktion sehen kann. Und dann hätte ich hier, wie gesagt, meine Funktion, mein Polynom sechsten Grades, was, wie gesagt, dann eben halt so von der Formel aussieht. Eine Sache, die könnte gegebenenfalls noch auftreten, da würde ich mal ein bisschen drauf aufpassen, und zwar kann es sein, dass euch Excel hier irgendwelche Zahlen mit E hoch irgendwas angibt. Einfach deswegen, damit es platzsparender arbeitet. Das ist natürlich ein bisschen unschön, weil Excel immer mit seiner Eulerschen Zahl relativ missverständlich ausdrückt, was es genau meint. Da müsstet ihr dann mal auf Trendlinienbeschriftung formatieren gehen und gegebenenfalls hier dieses Format der Zahl von Standard auf Zahl stellen, und dann würde wirklich was anderes kommen. In meinem Fall ist es irrelevant, weil es eben, wie gesagt, noch kurz genug ist, beziehungsweise noch normal über normale Zahlen darstellbar ist. Und das Gleiche würde natürlich beispielsweise auch für eine ganz normale Gerade gelten. Ich entferne jetzt einfach mal hier die Gerade, beziehungsweise die Funktion, und würde jetzt sagen, ich möchte gerne eine Trendgerade hier einzeichnen. Wo waren wir hier? Genau bei Entwurf. Dann gehe ich auf Diagrammelement hinzufügen, Trendlinie, und würde dann sagen, lineare Regressionsfunktion eingeben. Jetzt stört mich gegebenenfalls, dass das Ganze in Blau da ist. Dann kann ich natürlich die Farbe hier ändern über das Untermenü. Gegebenenfalls stört mich auch die gepunktete Linie und ich hätte lieber eine durchgezogene. Ich kann natürlich auch nochmal die Liniengröße variieren. Aber das Wichtigste ist natürlich auch, sonst brauchen wir das Ganze gar nicht zu machen, dass wir hier die Formel angezeigt bekommen. Und das geht ganz normal eben auch hier, indem ich sage, Formel im Diagramm, im Diagramm anzeigen. Und dann habe ich hier die Formel stehen, natürlich ein Polynom ersten Grades, also eine Linie, eine Gerade. Und so sieht dann hier die Funktion aus. Also ihr merkt, in Excel ist das sehr, sehr einfach. Man braucht wirklich nur einmal das Streudiagramm erzeugen und dann sofort auf Diagrammelement hinzufügen gehen oder einfach Rechtsklick und Trendlinie hinzufügen, je nachdem, welche Version ihr verwendet. Und dann öffnen sich die jeweiligen Untermenüs schon automatisch. Ja, also so geht es natürlich auch ganz, ganz einfach, wenn man es mit Excel macht. Ein kleiner Hinweis vielleicht nochmal, wenn ihr das mit Excel macht und ihr solltet das vielleicht einmal per Hand nachrechnen, dann werdet ihr häufig darauf stoßen, dass es minimale Veränderungen gibt im Vergleich zu Excel und zu eurer Lösung. Die Veränderung ist jetzt nicht wirklich so extrem groß, sondern nur ganz, ganz minimal vorhanden. Und das liegt einfach daran, dass Excel ja mit viel mehr Nachkommastellen rechnet als euer Taschenrechner. Also nicht irgendwie, sag ich mal, verzagen oder traurig sein, wenn nicht genau zu 100% das gleiche Ergebnis rauskommt. Wichtig ist nur, dass sich die Abweichung natürlich im kleinsten Bereich hier letztlich befinden. Also dass da zum Beispiel bei euch 9,3188 steht und nicht 87, ja, oder beispielsweise 1568,1 oder 0 anstatt 2. Das ist ganz normal. Das ist einfach deswegen bedingt, weil Excel mit mehr Stellen hinter dem Komma rechnet. Nur damit ihr Bescheid wisst. Ja, und so kann man eben, wie gesagt, eine Regression ganz einfach über Excel durchführen. In der Praxis macht man das natürlich auch über Excel, weil wer hat schon Zeit und Lust, das Ganze dann noch
ja, per Hand bzw. mit einem Taschenrechner zu machen, aber an der Uni muss man das natürlich selber auch nochmal mit dem Taschenrechner letztlich machen. Und wie wir das dann genau anstellen, das schauen wir uns dann, wie gesagt, im nächsten Video an. Ich würde erstmal sagen, bis hierhin Dankeschön fürs Zuhören. Gebt mir, wie gesagt, einen Daumen nach oben, dass ihr mich auch unterstützt. Und ja, ich freue mich natürlich auch schon aufs nächste Video. Also, bis dahin.